Nächste Folge Project Zomboid. Herzlich willkommen. Wir sind immer noch bei Finnegans. Versuche eine Ausrede dafür zu finden, warum ich den Charakter nicht editieren möchte, wegen diesem blöden Become Desensitized Mod. Und wir werden heute eine Etage höher kriechen. Das Haus müsste 6 Stockwerke haben. Wir sind gerade im 3. und gehen ins 4. Und mit jedem Stockwerk wird es vermutlich gefährlicher. Versuche mich natürlich ein bisschen ruhig zu verhalten. Alter, aber hier sieht es aus, ne? Ich versuche mich ein bisschen ruhig zu verhalten. Ob das was bringt. Oder ob wir hier einfach nur Massen an Zombies rauslocken werden. Das sei mal dahingestellt. Es wäre cool, wenn wir ein paar Vitamine finden würden, weil. Ich will jetzt eigentlich nicht irgendwo hin, um zu schlafen. Da hat jemand einen Katana. Ich mach mal ganz langsam. Also irgendwie sind die gerade ein bisschen doof heute. Ich will mich nicht beschweren. Lieber so, als wenn ich hier wieder gegen Hunderte ankämpfen muss. Ich möchte den Katana. Ich darf nicht gierig werden hier. Ich krieg schon wieder schwitze Hände. Bring. So. Nehmen wir natürlich mit. Und hier atmen überall noch welche. Rückzug. Ich weiß nicht, wie viele kommen. Könnten 100 sein, könnten 10 sein. Aus der Richtung kommt keiner. Spitze Hand hier. Diese Beute macht mich fertig, habe ich schon gesagt. Also ja, die 1000 Mal, aber ich kann es gar nicht auf die Nuss haben. Was ist das hier für ein Raum? Letzte Kittel. In guten Zustand. Den hätte ich gern für Roleplayen. So. Lange Socken, Medizinerhosen. Ein Kittel. Was ist hier? Nur duschen. Ich hoffe, das war sehr lautlos. Schnell raus. Freue ich mich. Aber wenn hier eine Horde reinkommt, bin ich erarscht. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt selber durch bin, dann bin ich auch desensibilisiert. Das könnte er annehmen. So. Welche Waffe nehme ich denn jetzt hier auf kurze Sicht? Vielleicht doch das Katana schon? Also nach dem Motto, wofür habe ich sie droppt?
Oder eine Axt. Ich nehme die Axt, dann komme ich besser klar. Versuchen wir es mal mit dem Obsidianmesser. So, wie sieht es hier aus? Blöd ist, diese Räume sind extrem schwer einzuschätzen. Hier sind noch Duschen. Das heißt, hier ist höchstwahrscheinlich keiner mehr, aber ich will nur sicher gehen. Ja. Hier geht's wieder raus, das darf ich nicht vergessen. Medizinerhosen und eine Lunchbox. Aber ohne Inhalt. Was? Müller Omni Medikit Front. Das ist gut. Das kann man anziehen. Ziehe ich dafür was anderes aus? Ja, das Ding. Ah, aber ich kann beides tragen. Habe ich jetzt an jedem Bein in so ein Ding. Cool. Müsste ich da eigentlich irgendwelche Bandagen und sowas rantun? Gerade einen kleinen taktischen Fehler gemacht und meine Wasserflaschen rausgenommen. Oh. Ist irgendwie so, als wären hier welche. Ich höre zumindest was auf dem Ohr. Hier ist eine Treppe. Oh. Ich will aber da noch nicht hoch. Okay, geht nicht. Wieder ist der Generator kaputt. Oder es steht zu niedrig. Ein Buch. Sonst nichts. Oh, da ist eine Topfpflanze. Die muss ich retten. So. Es ist intens hier drin. Und es wird schon wieder spät. Problem ist aber, hier drin kann man einfach nicht die Nacht verbringen. Und was mich auch stört, ist, dass der Generator hier nicht funktioniert. Ne? Den auch extra eigentlich dafür gemacht, damit ich dachte, der gilt dann für das ganze Gebäude, aber ne, kann's vergessen. So. Wie ist das jetzt hier im Mülleimer? Uns mit Nahrung versorgen. So, Streichhölzer, okay, nehme ich auch mit. Zellen. Ganz normales Forschungslabor ist das hier. Hier sind bestimmt keine komischen Dinge abgegangen. Nö. Das soll ja auch sein. Ja, auch hier mit den Hundezwingern und so. Ja. Darf man die abbauen? Oh, krass, Hundehütte. Jetzt wieder. Die würde ich mir ja wirklich gern mitnehmen. Kommen wir später mal wieder vielleicht. Wenn die Elektrotechnik hoch ist. Ich frage, warum braucht man Elektrotechnik und eine Hütte? Na, das Spiel. Da hat wahrscheinlich bloß irgendwer eine Variable falsch gemacht.
Noch mehr Hundehüten. Frische Brot schreiben. Ja, wollen wir den giftigen Pilz auf die aufs Brot tun? Hm. Können wir mitnehmen. Ah, eine Büroklammer, endlich. Wow, hier waren scheinbar auch Zombies drin. Sonst wären die Türen nicht zerbrochen. Ich sag euch, hier gehen Sachen ab, die verdächtig sind. Das war garantiert eine Zombie-Virus-Forsch-Einrichtung. Da die auch Badetüren da drin zerlegt haben, kann man davon ausgehen, dass es eine Menge waren. Weil, also mindestens 6. Sonst könnten die das gar nicht. Huch. So. Schlüssel ist natürlich ja lustig, weil in dem Gebäude gibt es literally keine einzige Tür mehr. Aber vermutlich die ganzen Türknaufe könnte man nehmen und dann hätte man den Schlüssel dafür tatsächlich, weil ich ja, weil die hier aus dem Gebäude sind. So. Ich will ein bisschen kurze Klingenwaffe-Erfahrung sammeln, deswegen nehme ich hier dieses blöde Obsidian-Peaks. Normalerweise würde ich das nicht machen. Aber heute machen wir das mal. So, mal ganz kurz schauen, wie der Weg nach hinten ist. Sieht aus, als sei die Luft rein. Und wenn es knapp wird, dann werde ich ohne weiteres Zögern zur Axt greifen. Ah, ich greife jetzt zur Axt. Ändert gar nicht so viel. Ei. Ach ja, weil ich arschmüde bin. Oh, wir müssen hier raus. Ich muss raus. Wir kommen wieder. Aber nicht so. Das habe ich ja total unterschätzt. Ich würde gerne irgendwo pennen, wo nicht gleich... Ja, irgendwelche Horden auf mich warten. Aber eigentlich, da bleibt nur zurück in die Base zu gehen.
Ja, nützt ja nichts. Nutzt ja nichts. Und so weit ist es ja gar nicht. Wir sind quasi schon da. Ich denke mal, über den Zaun kommen wir drüber. So. Dann haue ich mich jetzt einfach mal hier in die Betten. Schlafen. So. Na, auffangen. Sehr gut. Perfekte Uhrzeit. Gut, dann zurück. Lass ich noch ein bisschen Zeug hier. Ich habe irgendwie viel zu viel Zeug, wenn ich immer hier bin. Ich habe irgendwas Schweres, was ich hier lassen kann? Eigentlich nicht. Mal ganz kurz. Sagt die Uhrzeit, naja. So viel muss sein, Leute. So viel Zeit müssen wir haben. Wir brauchen nämlich mal basteln Elektrik. So, hier rein. Und nur Elektronik hatte ich doch auch, oder? Hier die Uhren. So. Dann hat man hier hinten eine Basteln. Schneiderei. Genau, dann mache ich das auch gleich mal rein. Zack. Ah, hier unten ist nochmal Elektronikzeug. So, das ist auch nochmal ein bisschen Gewicht. Und das normale Basteln war hier, wenn ich mich nicht irre. So. Das Zeug machen wir jetzt erstmal hier kurz in den Rucksack rein. Dann geht's auch los. So. Noch irgendwas? Ah, die Stifte. Und ich habe immer noch dieses unbrauchbare Holz mit mir. So, und die Holzaxt. Kann man dann auch erstmal hier lassen. Die wiegt nämlich unnötig. Zwei von den Gewehren lasse ich auch hier. So. Schaufel bleibt hier. Und Zukunftslohnung kann er wieder aufräumen. Sehr schön. Dann kann ich mal hier gucken. Hier hat es reingeschneit mittlerweile. Einfach mal kurz alles waschen. In der Hämophobie. Ja. Zack. Dann geht's zurück. Hier wird nicht geruht. Übrigens, frohe Weihnachten, ne? Ja, wir haben den 24.12. Da gehe ich auch mit der Weihnachtsmütze rein. Ho, ho, ho. Beziehungsweise Yippie-Yaye, Schweinebacke. Das hat sich auch noch so im Deutschen durchgesetzt, oder? Ich meine, wie ist die englische Synchro dazu? Sagt der da, Yippie-Yaye, Piggy, was heißt Back auf Englisch? Piggy-Cheek. Ich weiß, dass hier hinten auch noch irgendwo eine Treppe war. Die hat man ganz kurz angeteasert. Aber ich möchte die noch nicht benutzen müssen. Weil da war es unübersichtlicher als hier. Hier kommen sie wenigstens nur aus einer Richtung.
Ah, hier hat sich eine neue Gruppe gebildet. Na ihr? Boah. Krass. Das ist ein Unterschied beim Schaden. Also das ist auch übrigens von dem Antique Collectors Trade. So ähnlich wie die antiken Schuhe oder die antike Axt oder was auch immer. Deswegen macht das mehr Schaden. Hält aber nicht lange, ne? Das ist aus Obsidian. Ein Vulkangestein. Sehr scharf, aber sehr wie sagt man? Fragil? Also brüchig, könnte man sagen. Nicht wie bei Minecraft. Ist halt wie Glas. Vulkanglas kann man auch dazu sagen. So. Und eben weil es so wie Glas ist, ist es halt sehr scharf. Tatsächlich gab es bei den Azteken und Inkas wohl Waffen, die aus dem Zeug gefertigt waren. Also beziehungsweise aus dem Zeug gefertigt ist nicht ganz richtig, weil die konnten das auch nicht so in Form bringen, wie sie das gerne gehabt hätten. Die mussten einfach sich Steine davon zurechtschlagen. Und so Feuersteine, richtig schön scharfkantig, und haben die dann in ihre Waffen dran geklebt oder eingespannt, damit zu arbeiten. So, wie sieht's aus hier oben? Ah! Nice. Aber mir fällt das trotzdem nicht. Ja, genau, da kommen wir nicht runter. Wie viele sind denn da oben? Da war's kaputt. Krass, rein objektiv scheint es auch mehr Schaden gemacht zu haben als die Axt sogar. Wir haben auch immer noch einen Katana für alle Fälle. Habe ich noch was zu essen? Ja, habe ich, aber ich komme gerade nicht dazu. Ob die irgendwann alle runtergefletschert gekommen wären oder ob die ewig hier oben rumgehangen hätten. So, ich brauche mehr Zimmerpflanzen. Ach, die hätte ich vielleicht in der Basis lassen können. Nein, danke. Jetzt liegt meine Mütze da oben. Ich will meine Mütze wieder. Ihr Schweine. Gott, wie viel waren denn das? Oh, eine Axt. Hä? Ich lass mal das schleichen.
Das Paket. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Na gut, ich habe die Droprate übel runtergestellt, aber. So, ich wollte was essen, oder? Zum Beispiel eine Dose mit Karotten. Ach, kein Wunder, dass das so gut war. Das hat einen Schaden von 10. Krass. Der Geh ist richtig ätzend. Das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, ob ich da hoch kann oder nicht. Nur warten, bis die da runtertröppeln. Ah, wisst ihr was? Wir können mal die andere Richtung gucken. Ich traue der Treppe halt überhaupt nicht. Aber der anderen Treppe traue ich. Der hier hinten. Und ich bin mir sicher, dass da oben irgendwie verbunden ist. Bloß vorsichtig vorgehen. Und wir aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Sackgassen rennen. Im Prinzip ist ja jeder Scheißraum eine Sackgasse. Ach, übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich das Obsidian-Plate nicht repariert habe, mit Klebestreifen oder was auch immer, es geht nicht. Das geht einfach nicht. Diese antiken Sachen sind prinzipiell unreparierbar. Das aus Balancing-Gründen, ne? Die sollen halt einzigartig sein und dann ist das so. So, wie sieht's hier aus? Aber looten, du kannst auch nicht einfach die einzigartigen. Doch, kann ich. Genau dafür sind sie da. Und wir werden auch neue finden. Und das kommt ja auch alles irgendwo hier unseren Skills zugute. Also kurze Klingenwaffe schon auf Level 3, immerhin. Controlled Impact. Naja. Naja. Das kann sich noch dauern. Oh, Instandhaltung ist vor allem bald auf Level 7. Das ist ziemlich cool. Gut. Schauen wir mal vorsichtig weiter. Solche Stellen hier machen mich nervös. Guck mal, was mir hier hinter. Alles gut, hier ist ein langer Gang, da kommt wahrscheinlich nichts. So, aber hier könnte natürlich in irgendwelchen Laboren Ungeziefer lauern.
Aber hier sieht es halt auch wie mikrobakterielle Forschung aus mit den Mikroskopen und so, ne? Blut. Walkie-talkie. Ja, oh, nehmen wir halt mit. Ah, verrottetes Essen. Nein, die schöne Eiscreme. Ja, klar, warum nicht? Wenn wir es können, dann machen wir das natürlich. Müll-Sandwich. Oh, was ist das denn hier schon wieder? Ey. Komische Gänge. Hier muss alles voll mit Zombies gewesen sein. Die haben alle schon rausgelockt, umgebracht. Nice. Prinzipiell sollte man sich fragen, ob das eine gute Idee ist, in einem Labor, wo irgendwelche Zombie-Viren gezüchtet sind, Sachen aus dem Mülleimer zu essen. Aber wir haben ja Gegenmittel, ne? Da passt das. Ist hier eine Dusche? Nur eine Dusche? Okay. Oh, hier links hinter der Wand sind auf jeden Fall welche am Rumatmen. Gut, aber ich glaube, ich kann hier schon mal festhalten, dass hier relativ sicher ist, das Labor. Das heißt, wir können den langen Gang erkunden. Wenn ich den wiederfinde. Aber hier scheint nichts mehr rauszukommen. Das sind alles die, die uns wahrscheinlich unten schon gehört haben. Und dann, ach ja, hier sind sie scheinbar auch aus den Fenstern und nach unten gefallen. Ja, hier überall. So. Dann müssten wir jetzt hier vielleicht zur anderen Seite der Treppe kommen und dann kriege ich meine Mütze zurück. Oha. Oha, ihr seid also die Wächter der Mütze. Die Mauschel haben mich gefunden. Boah. Noch mehr Hausschlüssel, warum nicht?
Spiffo-Anzug. Ah, wieder eine Toilette, okay. Da ist mal eine leer. Mal ganz kurz schauen. Bin ja noch Klaustrophobiker, oder? Nee. Hä? Das geht auch weg. Ah, das ist wahrscheinlich auch der. Oh. Oder? Ich weiß es nicht. Na gut, wenn das der Mod auch gelöscht hat. Tja, dann wisst ihr auch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich halte mich da jetzt mal raus. Wollen wir den Bild so weiterspielen oder soll ich wieder den Anfangsbild herstellen? Das ist jetzt die Frage. Ich werde natürlich jetzt weiterspielen erstmal, weil ihr ahnt gar nicht, wie viele Wochen ich im Voraus bin. Ja, aber sobald ich an dem Punkt bin, wo ich die Kommentare hier zu der Folge sehe und wie ihr da, was ihr davon haltet, werde ich mich dran halten. Da liegt die Mütze. Ich will die Mütze zurück. Ihr Schweine. Und die Brille haben sie mir auch genommen. Von der nächsten Etage. Ganz kurz schauen, was hier so gibt. Oh, Patientenzimmer. Mit Zombies hier. Bist du der Wallrider oder was? Sowas. Ich muss hier raus. Räume mit nur einem Ausgang sind ungeil. Patientenhemd, sonst nichts. Aber auch hier in dem Patientenzimmer müssen Zombies gewesen sein. Nachweislich sogar. Das Gebäude ist aber echt fies gebaut. Also, wie ihr seht, hier gibt's hier gibt es nur Sackgassen. Na klar, hier unten kann man lang. Dann komme ich wieder zu der Treppe wahrscheinlich. Aber mal angenommen, ich würde hier wahrscheinlich falsch abbiegen. Hier ist die Treppe. Aber man kann schon entkommen. Aber es ist trotzdem sehr fies designt. Also mit diesen ganz engen, unübersichtlichen Gängen und so. Die wollen ja förmlich, dass man hier drin krepiert. So. Was passiert, wenn ich hier nach oben gehe? Hat mir wieder die Mütze geklaut. Buggy werden.
Aber trotzdem immer noch, meiner Meinung nach, ein sehr, 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 sehr anstrengendes Gebäude. Wir ziehen das jetzt noch durch, weil ich glaube, ich bin auf der letzten Etage und so viel kommt hier nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Alter, ey. So. Hier wieder so komische Räume. Ach mal. Nice. Ist hier was? Ein Gummiband. Ui, eine Hose. Sonst was im Kühlschrank? Dose mit Kondensmilch. Das ist okay, die nehme ich mit. Man müsste mal gucken, wie es hier drin aussieht. Also so im Debug-Modus kann man sich unsichtbar machen. Dann müsste man mal gucken, wie es hier drin aussieht, wenn die alle frisch reingespawnt sind und noch nicht durchdrehen. Ob es hier so voll ist. Ich fürchte ja. Noch mehr Büros. Ich gucke natürlich wie immer in die Mülleimer. Ja, scheiß auf die Pilze, aber. Kritzel, kann es lesen. Lese wie Kritzel. Ah ja. Kennt man. Ganz meine Meinung. Nice. Das essen wir auch. Und dann haben wir schon wieder ein paar Kalorien mehr auf den Hüften. Ah, zu voll. Dann essen wir das später. Konferenzraum. Wachsmalstifte. Ist ja noch mal eine Art Lobby. Eine Taschenlampe, das lasse ich gern mit mir machen. Noch ein Buch. Liest du es mal. Gegen deine Depressionen ist ja schlimm. Langeweile. Blatt Papier, Büroklammer und Stift. Ein Pflaster. So, Schlaftabletten, ja. Antibiotika. Sonst ist hier nichts. Nochmal ein Mülleimer. Ohne Inhalt. Noch mehr Büros. Topfpflanze. Ich habe bestimmt schon wieder welche übersehen noch. Aber weil ich jetzt so angespannt bin. Ach, geh weg, ich will nicht den Boden abbauen. Wieso habe ich denn jetzt plötzlich das Katana ausgerüstet?
Bleibst du erstmal dabei, ist auch nicht schlimm. Hier ist noch eine Top-Pflanze. Ich würde gerne auch irgendwas Krasses hier finden. Also, ich weiß auch nicht. Wenigstens eine coole Zeichnung von dem Zombie-Virus an der Tafel oder sowas für die Basis. Was ich jetzt mal machen kann, das kann ich euch auch mal zeigen. Wenn man jetzt hier so in dem Gebäude ist wie hier und man möchte einfach nur die Nacht überstehen, kann man so Schränke einfach vor eine Tür stellen. Ja, wir wissen ja, dass es hier nur einen Weg gibt, wo die herkommen können. Ich gehe natürlich trotzdem auf Nummer sicher. Da sind ja Gegenstände drin, aber in dem nicht. Und dann können wir das hier so verbarrikadieren. Da dürften die Zombies nicht durchkommen. Dürften. Ja. Und dann können wir hier uns hier auf den Stuhl setzen und schlafen. Ist zwar miese Bettqualität und so weiter. Aber so kriegen wir die Nacht rum. Darum geht's. So, draußen schneit's. Erste Weihnachtsfeiertag. Und die Folge hier werde ich jetzt auch nicht beenden, bis wir hier wieder raus sind. Aber das hat gar keinen Sinn. So viel scheint es ja gar nicht mehr zu geben. Daher ziehen wir das jetzt einfach noch durch. So. Blub. Krasses Büro hier, Büroraum. Aber ohne Inhalt. Papier. Klebestreifen, den nehme ich mit. Und wo ist ein Müll? Ein Pilz. Und irgendwas, was mal ein Pilze war. So. Ja, klar. Ist mein Junge. Hab ja schon mal gesagt, hier im Viruslabor. Da kann man auch mal aus dem Müll essen. Das wird schon nichts machen. Es geht noch höher. Hier war ich schon, ne? Ja. Okay. Schauen wir mal, was hier um sich findet. Ah! Wir sind auf dem Dach. Ah, wir haben es geschafft. Krass. Alter, was ein Akt. Was ein Akt. Aber ich glaube echt, das brauche ich nicht nochmal. Also, boah. Gut, ja, irgendwann kommen wir zur Mall und so, aber ich glaube, die ist übersichtlicher als das hier. Dieses Ding. So ein Horrorhaus. Ich gehe mal nicht zu dicht an die Kante, ich bin auch ein bisschen paranoid. Da drüben waren wir auch schon drin in dem Motel. Ah, krass, ey. So. Dann haben wir hier drin ja. Erfolgreich. Ne, Schleichen hat gerade levelt. Wollte gerade sagen, haben wir hier drin alle Zombies umgebracht, aber wenn Schleichen levelt. Eines Wesens noch eher in der Nähe. Ja, ich glaube, wir haben trotzdem ja alles gesehen. Wir wissen, hier kommt der Zombie-Virus her und das ist uncool. Was man jetzt nochmal gucken könnte. Was man jetzt nochmal gucken könnte, ist, was passiert, wenn ich hier so ein Kabinett zerlege. Ob da Schrauben rauskommen.
Oder nur Altmetall. Nicht gut. Ich glaube, Schrauben kommen raus, wenn man Zäune zerlegt. Wäre vielleicht was für die Zukunft. Ich sage, ich gehe irgendwo hin und dann mache ich die Zäune kaputt. Ah, die Dinger können wir auch zerlegen, oder? Ich sage hier. Oh, durchkommen ist alle. Dann hat sich das auch erledigt. Moment, den Sack kann ich auch noch machen. Das da können wir zerlegen, da brauchen wir bloß den Schraubendreher für. Das bringt mich auch noch auf den Elektrikpunkte. So. Und dann raus aus diesem verfluchten Haus. Ja, also wir haben ein paar Topfpflanzen geklaut. Und ein schönes Bild. Ich schaue nochmal hier, ob es hier irgendwas gibt. Nur Cubicles brauche ich nicht. Hier was? Nö. Warum sprinten hier der Wild? Welche von den Ohren piept denn jetzt hier gerade, Alter? Der hier. Okay, raus hier aus diesem Ding. Ich hab's ja fast ein bisschen lieb gewonnen, nicht. Ich hab's hassen gelernt. Ja. So eine Scheiße, krass. Dann machen wir jetzt Folgendes, wenn wir immer hier sind. Jetzt reißen Kleidung. Ruckel, ruckel, ruckel. Was hat er denn jetzt? Achso, er ist over in Kamera. Oh, hör auf, hör auf. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Kannst nicht kiloweise Stofffetzen in dich reinstopfen und dann hier. Wir machen das langsam. Noch was ich zerlegen kann? Ja, die hier. Wow. Ach, guck mal, sind noch ein paar Ohren dazwischen. Die nehmen wir natürlich mit. Zack. Ich glaube, die Stofffetzen nehme ich trotzdem mit. Die können wir zur Not waschen irgendwann, wenn genug Wasser auf dem Dach akkumuliert ist. So, das können wir mitnehmen. Wo sind jetzt die? Eine Hantel nehme ich auch mit. Die dort. Zack. Oh. Müssen wir auch ganz gut Fäden davon bekommen, ne? Ja, 50 Stück, krass. Welche Level hat eine Schneiderei? Hm, zwei. Okay. So, kommt da rein. Ach, Spiel, mach doch mal mit. Ja, so. Jetzt legen wir die auch noch. Und gleichzeitig tragen wir ja damit hier ein bisschen zur Entmüllung des Perimeters bei. Jetzt frage ich mich gerade noch, ob ich noch mehr mitnehmen kann hier. Oder ist noch eine Topfpflanze, die ich mitnehmen kann. Auf, gib. So.
Und dann gehen wir mal zurück in die Basis. Die total überladen hier. So. Boah. Was ein Akt. So. Also, desensitized. Verdient oder nicht? Klaustrophobisch, war es da drin auch? Ach so. Das Auto halt war da nicht irgendwie. Nee. Ich hätte schwören können. Da war was mit. So. Oh, bremsen. So. Habe ich hier irgendwas Interessantes drin? Ah ja, den Kühlschrank und ein bisschen Benzin. Hm, gut, machen wir eins nach dem anderen. 25. Dezember und es regnet. Das kennt man ja aus dem echten Leben auch. Keine weiße Weihnacht. Soll mich aber nun gar nicht stören. Weil da füllt sich unser Krempel. Und das ist super. So. Waschen. Alles hier waschen? Ja. Kann ich noch hier reingehen und mal ein paar Bandagen säubern. Alles, mal sehen, wie weiter kommt. Noch nicht so schlecht. Scheint eine Menge Wasser auf dem Dach zu sein. Ja, das war gut. Ist da noch Wasser drin? Ein bisschen. Nice. Ah, die Häufen hier müssen wir dann auch noch mal irgendwann beseitigen. Jetzt bin ich erstmal froh, wieder hier zu sein. Ja, dann trinke ich mal noch hier irgendwie, was weiß ich, eine Brause. Die Orangen-Limo. Würde sagen, dann wird noch einsortiert. Ganz viel Werkzeug hier irgendwie. Ah, es passt leider alles nicht mehr rein. Ein Radkreuz haben wir noch gar nicht, wa? Dann können wir auch gar nicht viel machen, falls mal das Auto kaputt geht. So. Dann würde ich sagen, ich schaue noch mal in die Waffenkammer. Nee. Ah, können wir mal kurz wegnehmen hier. So. Hier kommen die Nahkampfwaffen wieder rein. Und die Fernkampfwaffen. Ist das ein Schrotgewehr? Ne, ist 223. Gut. Der Rest muss irgendwo in die entsprechenden Schränke halt, oder Munition. 7 von diesen Bolzen. Bin ja gespannt, ob wir irgendwann hier so viel Armbanduhren drin haben, dass dieser Schrank nur am Piepen ist. Das würde mich nicht wundern. So. Haufen Scheiß mitgenommen. Wie sich das hier hört. So, hier waren noch die normalen Bücher, ne? Die hier. So. Ich will mal eins lesen. Jetzt kann ich euch noch eine Sache zeigen. Moment, die müssen wir natürlich noch platzieren hier.
Achso, so geht das gar nicht. Das geht dann so. Ach, guck mal hier, das kannst du reißen. So. So, dann platzieren wir hier unter dem Gemälde. Das können wir auch machen. Können wir nicht irgendwo hängen bleiben. So. So, sehr schön. Sehr schön. Riecht hier die Ecke. Habe ich noch eine? Ich hab sogar noch zwei. So. Ah, drehen darf ich es leider nicht. Also, sie hat nur einen Zustand. So. Ist ja wenigstens hier drin ein wenig heimlicher geworden. Okay, dann gibt es noch. Was wollte ich jetzt noch zeigen? Ich wollte zeigen, wie wir. Wie wir schneller reileveln, dank des einen Mods. Dazu gehe ich kurz runter zu dem Regal. Habe ich irgendwas, an dem ich rumschneidern kann? Theoretisch ja schon. Nämlich den Pullover mit Rautenmuster, der müsste ganz gut Platz haben. Ja. Ist ja dank dem Mod eigentlich sogar ziemlich egal. Also wenn er das normal macht, dann sucht euch was eine Menge Slots hat. Sprich, im Idealfall ist das dann ein Overall. Aber das brauche ich jetzt nicht, weil der Mod das mehr oder weniger für mich unnimmt. Ich gehe hier mal weg, damit uns das Piepi nicht stört. So, setzt man sich irgendwo auf den Boden, wo man sicher ist. Ne? Das ist das Wichtigste. Und dann nimmt man hier den Pullover mit Rautenmuster oder wahlweise ein Kleidungsstück mit noch mehr Slots. Und dann habe ich hier dank des Mods Train Tailoring. Und der Mod macht genau dasselbe, was ich jetzt machen würde mit Polstern und Abreißen. Nur mal wechseln an einer Stelle. So. Eigentlich, wenn ich schlau wäre, würde ich mich draußen hinsetzen. Dann würde ich nämlich keine Langeweile generieren. So. Also, wo soll man sein? Kann ich auch mit der Jeans machen. Ja. Und da kann man dann schon gucken, wie hier einfach der Schneidereiskill langsam steigt. Bis dann irgendwann der Faden alle ist. Aber mal schauen, vielleicht schaffen wir das die Folge. Nee. Der Faden ist eher alle als das. Naja, das hält dann an, wenn er fertig ist. Ja gut, dann müssen wir noch mehr Sachen zerlegen in Zukunft. Aber das ist dann Sache des Zukunftslunos. Der Gegenwartsluno hat die Folge wieder maßlos überzogen. Und muss dann ewig hochladen. Nimm das mal ins Inventar hier, bevor du verdurstest. Deppert. Naja, auf jeden Fall bedankt sich das Gegenwartsluno fürs Zusehen und hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag und macht's gut.